Einen wunderschönen guten Morgen. Tag Nummer 11. Ich habe ein bisschen Sachen gemacht in der Nacht. Ich habe hier die Klonkammer hergestellt und diese Ingredients. Die haben wir jetzt beide und jetzt sollen wir die Klonkammer aufstellen. Diese zum Klonen. So, ich würde sagen, die stellen wir hier an die Wand ran. Und zwar die erste stellen wir hier ran, dann können wir die zweite da ran, falls wir hier noch zumachen wollen. So, das haben wir. So, was? Gather random human clone. Noch eine. Okay. Wozu habe ich jetzt nochmal genau dieses Biomaterial da hergestellt? Animal Cloning. Ich glaube, das kann ich jetzt hier reinpacken, wa? Alles klar. Damit können wir unser erstes Tier klonen. Und jetzt brauchen wir noch eine Human. Animal Human. Nochmal 200 Eisen. Ihr habt doch echt einen Schuss. Jetzt habe ich mich gerade gefreut, dass das fertig war. Map. Hier hat Munition hergestellt. Das habe ich auch noch gemacht. Jetzt haben wir zumindest schon mal hier 491 Schuss. Das ist jetzt nicht so verkehrt. Und ich glaube, hier hatte ich noch Bullet Casings angesetzt. Die sind auch gleich fertig. Das ist sehr gut. Was habe ich noch vorbereitet in der Nacht? Und zwar, ich habe vor, die Horde hier zu empfangen. Und zwar hier. Ich habe hier einen Aufgang gemacht, den ich jetzt noch durch eine Tür sichern will. Und ich will hier so eine Rampe erzeugen. Deswegen bin ich die ganze Zeit schon am Cobblestone machen. Und wir machen jetzt mal Cobblestone Rocks. Wie heißen sie? Nee, Flagstone heißen sie, ne? Flagstone, genau. Da hätte ich gern einmal 100 Stück. Damit werden wir uns jetzt hier so eine Rampe herstellen. Also eine Rampe, die mit drei Blöcken Abstand ist. Und dann werden wir, ich weiß nicht, ob es funktioniert, dazu müssten wir uns mal einen Zombie irgendwo herziehen. Wahrscheinlich aus der Schule oder so. Und gucken, ob der die Rampe hochgeht. Und dann brauchen wir hier drei Abstand. Das wird noch lustig. Wir schauen mal. Also, wir brauchen noch Eisen. Ich weiß nicht, wie viel Eisen hier noch in der Schmelze drin ist. Haben wir noch Eisen drin? Jo, da ist ja noch Eisen. So, super. Was habe ich denn gemacht? Jetzt habe ich Brass rausgeschmolzen. Bin ja auch so ein Honk. Wieso habe ich Brass rausgeschmolzen? Ich wollte Bullet Casings machen, doch kein Brass rausschmelzen. Ich olle Ochs. Gut, macht aber nichts. Wir brauchen Forged Iron. Und zwar, wie viel? Nochmal 150. Das heißt, wir müssen noch Eisen besorgen. So, ein Bockmist. Wir haben denn noch 1200, haben wir davon drin. Machen wir das einfach mal so. Gut. Also, die Klonkammer mit dem ersten Tierkadaver ist hier drin. Der müsste dann irgendwann fertig sein. Die werden wir dann abholen. Dann müssen wir hier die Klonkammer noch machen. Was ist das andere? Place a random human. Eine Ingredients brauchen wir noch. Cloning. Human Cloning Ingredients. Die können wir auf jeden Fall auch schon herstellen. Dann hätten wir zumindest den einen Teil dieser Quest schon gemacht. Mal gucken. Lass uns das schon mal fertig machen. Wie viel hatte ich denn von diesen DNA-Streifen? Okay. Also, wir brauchen jetzt wirklich nur noch die Human, das hier. Wir brauchen das Eisen. Da habe ich 37 einstecken. Die mechanischen Teile haben wir. Animal Human DNA. Okay. Und dann wollte ich hier vorne diese Rampe versuchen hinzubauen. Na, das wird ja ein Ding. Wir brauchen ja auf jeden Fall noch eine Kiste, ja. Und ich wollte das hier zumachen auch mit dem ganzen Flagstone. Flagstone haben wir schon mal. Dann macht das jetzt Aua, wenn ich hier runtergehe. Geht. So. Ist das hier? 1, 2, 3 Abstand, oder? 3 Abstand, jo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und brauchen wir dann noch diese Schräge? Waren das 3?
Boah, ich weiß es nicht. Wir müssen es einfach testen, solange noch nicht die Horde da ist. Das noch einen? Noch einen, oder? Oh, das ist falsch. Oder? Das sind nur zwei Abstand. Mist. Wieso konnte ich mich so verzählen? Weil ich Profi bin. Wie habe ich mich denn so verzählen können? 1, 2, 3. Ja, ich bin auf den dritten, habe ich es gesetzt. Leck mich doch. Blitsch. So. Und noch eins? Noch eins, ne? Jetzt ist richtig. Gut. Oh, das ist aber gefährlich, was ich hier mache. Ist halt die Frage. Jo, passt. Also ich würde ja am liebsten noch einen breiter machen, weil wenn da die Zombies anfangen zu rennen, könnte das eine knappe Nummer werden. So. Außerdem brauchen wir ein bisschen Stabilität, wenn die Zombies hier gegenspucken und machen und tun. Okay, und hier gibt's das auch von diesen, diese hier. Blackstone Pole Centered. Ich weiß halt nicht, auf was die reagieren. Früher waren es die Eckdinger. Geht das mit den Dingern? Sind das die, wo sie dann abstürzen? Oder waren es die? Ich glaube, es waren die Eckteile, ne? So. Glauben die, dass sie hier drüber laufen könnten? Das müssen wir jetzt mal testen mit einem Zombie. Geh mal kurz beim Nachbarn, vielleicht ist hier... Du bist jetzt nicht gerade das, was ich brauche. Oh, hi. Komm mal mit. Warum bin ich so langsam? Versuch jetzt mal da hoch zu locken. Komm mal her. Hast du ein Pfad zu mir? Oh, oh. Oh ja? Nein, 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 nein. Du sollst daneben dran. Das scheint nicht zu gehen, oder? Das scheint nicht zu gehen. Warum? Wie war denn das? Das war doch so, oder nicht? Warum schlägst du hier unten gegen? Komm mal her. Jo. Mal gucken, ob sie anhält oder was sie macht. Wow! Okay, gut, dass wir das mal getestet haben. Wow. Okay, das wäre ja in der Horde-Nacht, wäre das ja ein Spaß geworden. Oh, das ist aber ziemlich stabil. Jetzt müssen wir eigentlich den Flexstone abbauen, ne? Aber das ist auch blöd. Okay, krass. Okay, so ging's nicht. Ich weiß halt auch gar nicht mehr, ob das überhaupt noch möglich ist, ne? Shit. Okay, pass auf. Wie weit können die denn springen? Die können drei weit springen. Die ist doch wirklich an der Stelle losgehüpft, oder?
Also früher waren es diese halben Schrägen, das weiß ich noch. Aber das scheint nicht mehr zu funktionieren. Das ist ja dumm. Das, was ich noch probieren könnte, wäre der Turm mit den Leitern, dass sie hochgehen, ne? Okay, da muss ich mal ein bisschen experimentieren, aber das, der Plan ist jetzt nicht so gut gewesen. Na gut, ich mache nochmal einen Test. Wir sehen uns gleich wieder. So. Dank Tipps von der Regie hat das funktioniert. Hase probiert auch gerade die Rampe aus. Hat sich aber nicht getraut. Ein Hasenfutter habe ich bekommen. So, ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Es ist auch gerade Regen aufgezogen. Ist ein bisschen ätzend. Ich zeige euch ganz kurz, dass das funktioniert. Wir haben eben schon einen Test gemacht mit dem Zombie. Wenn wir hier noch einen Zombie finden. Brauchen wir kurz einen Zombie. Kleinen Moment. Hallo. Hey. Ah, da. Kommen Sie mal mit, junge Frau. Camela. Camela. Komm mal mit. Machen Sie mal einen Weg frei. Komm mit mir mit. Da kommt sie. Die ist aber ein bisschen langsam unterwegs. Komm. Camela. Langsam. Langsam. Wir müssen das halt nur noch verstärken und auch den Aufgang hübscher machen. Oh Gott, ey. Das kann ja jetzt ewig dauern. So. It could. Und die Sonne geht auf. Das ist gut. Ah, sie kommt hoch. Und es geht wirklich im Kreis. Also wir hatten eben einen, der war ein bisschen schneller unterwegs. Der konnte das auf jeden Fall besser. Na, und? Willst du zu mir? Oh, ich kann zu dir. Kann sie nicht. Jetzt ist halt die Frage, wenn sie springen. Das sehen wir dann aber. Ich glaube auch nicht, dass sie springen. Wir werden es erleben. Mal gucken. Da, langsam. Geht sie weiter? Wir können natürlich hier noch Außenspitzen machen, damit sie an der Seite werden und runterrutschen, wenn sie sich draufstellen. Waren es die hier? Jo, das waren die hier. Ne, das waren sie nicht. Und Abflug. Die hier waren es. Können hier draußen noch welche dran setzen? Jo. Und dann kann sie mal derweil im Kreis fallen. Zack. Zack. So, dann machen wir hier noch welche dran, wa? Haben wir das Ding hier wenigstens vervollständigt. So, sieht doch hübsch aus. Machen wir noch unten welche dran. Ja, man könnte natürlich zumachen, ne? Und man könnte auch für die Spider-Zombies noch was drüber bauen. Das ist vielleicht noch eine bessere Idee. Wenn wir hier noch eine Wand hochziehen. Das stimmt. Das ist sinnvoller als das, was ich gerade gemacht habe. Ja. So, wir können ja mal nach dem Eisen suchen, während sie hier im Kreis fällt. Und dann werden wir das auf jeden Fall auch noch aufwerten, damit das uns nicht so schnell zerdeppert wird. Ich meine, ich habe nämlich jetzt genügend Eisen zusammen. 257 und damit können wir noch eine Klonkammer herstellen. Human. Basic. Animal. Human. Ist doch das, oder? Müsste die hier sein. Random Human Clone, ja. Random Human Clone Chamber Empty. Zack. 20 Sekunden, dann können wir die auch gleich aufstellen. Und dann müssten wir das Ganze befüllen können. Und ich weiß nicht, wie weit wir dann sind. Das ist ganz schön teuer. Also hier das ganze Eisen allein, da müsste ich wieder ordentlich farmen gehen. So. Stellen wir das mal auf. Sie läuft immer noch im Kreis. Och, die Arme.
So. Können wir jetzt hier dieses Human-Gedöns reinhauen? Das sieht ja cool aus. Na, lebst du schon? Wo ist denn das Tier hin? Untouched. Ah. Wir haben einen Chicken. Ist kaputt? Nee. Pet Chicken. Und was machen wir damit? Hä? Ich habe einen Huhn geklont. Hey! Na, Hühnchen? Oh. Ey! Fat Chicken, Version 3. Jetzt ist ja die Frage, vermehren die sich noch? Was ist mit den Menschen, die hier vielleicht rauskommen? Lebst du auch irgendwann? Kriegst du noch Fleisch drum? Hm, wie cool. So, was macht sie denn hier? Sie läuft im Kreis. Wir haben doch hier den Knüppel. Warte mal, den können wir noch modifizieren. Barbed Wire oder Spikes? Hm. Warte mal, können wir das an die Axt machen? Wow. Nee, geht nicht. Schade. Das wäre es natürlich jetzt gewesen, ne? Das war's jetzt. Folgt mir das Hühnchen. Hi. Kommst du mit? Naja, vielleicht bleibt es auch einfach hier sitzen. So, ich befreie mal hier die Madame, die ja ständig im Kreis fällt. So, hast du gut gemacht. Vielen Dank fürs Testen. Dankeschön. So, die Ecken werden wir auf jeden Fall zumachen. Wir werden hier einen zweier Gang machen und wir werden verhindern, dass sie oben drauf springen. Ich glaube, wir machen das Ding 3 hoch. Ich weiß nicht, wie groß die Gegner werden, die hier so in der Nacht spawnen, weil wir haben ja dann diese diversen riesigen Viecher, die hier noch kommen. Warte mal, haben wir noch Whetstone? Wir haben noch mal Whetstone, die können wir doch direkt austauschen. Damit das Ganze ein bisschen Stabilität hier bekommt, müssen wir das ja nicht mit Flagstone machen, ne? Und hier müssten wir vielleicht nach unten noch verstärken, oder? Na gut, wir müssen das ganze Ding noch verstärken. Und wir müssen gucken, dass wir unten Spikes auf jeden Fall reinsetzen, ne? Dass wenn sie da nach unten dengeln, auf jeden Fall Schaden kriegen. So. Das hier. Muss ich meine Spitzen leider wieder abschlagen. Hab sogar einen vergessen, sehe ich gerade. So, machen wir die Kanten, machen wir dann hier schön zu. Mal gucken, ob wir Motorhäcksler kriegen oder. Hühnchen will's wissen, wa? Aber ich frage mich, was man mit diesem. Macht man sich damit einfach mehrere. Wieso ist das jetzt abgerauscht und vorher nicht? Macht man sich damit mehrere Haustiere? Also, wahrscheinlich, oder? So, ich wollte jetzt noch hier den Aufgang richtig machen. Ich kann mich nicht erinnern, mit dem Spielekaiser zusammen war es damals so, dass wenn man hier nicht das hübsch gebaut hat, dann haben die praktisch irgendwann angefangen, den Kram hier kaputt zu schlagen oder an die Seiten zu schlagen. Deswegen muss man hier auf jeden Fall einen guten Aufgang schaffen. So, dann können sie nämlich, wenn sie hier entlang laufen, wieder zurück, können sie nämlich sauber wieder hochlaufen, sonst wird das am Ende nichts. Dann bauen wir hier eine Mauer hoch an den Seiten, oder? Und am besten 3 hoch. Mal gucken, wie viel brauchen wir denn hier eigentlich zum Aufwerten? Da brauchen wir auch wieder Cobblestone Rocks. Dann müssen wir noch ein bisschen Kram besorgen. Und eventuell den Teil des Vordachs noch mit Stein ersetzen, damit das hier ein bisschen die Rampe im Doppelten hält. Also ich habe ja hier den Aufgang.
dass wir das hier noch ersetzen. Das ist nur 300 stark und dann machen wir hier auch noch Beton rein. Nehmen die hier. Wie einfach die Feuerwehr-Axt wesentlich weniger Ausdauer verbraucht als der Rest. Das ist so krass. Finde ich. Also das, der Unterschied zwischen der Feuer-Axt und der normalen Stein-Axt ist so immens. Das ist wirklich der Hammer. So. Wir brauchen auf jeden Fall hier ein Vordach. Wir müssen hier eine Wand hochziehen. Da muss ich noch ganz viel Cobblestone Rocks herstellen, die ich gerade aktuell nicht habe. Schauen wir nochmal, ob wir hier... Wir haben keinen Clay mehr, kann das sein? Ich glaube, wir haben den kompletten Clay hier drin. 2000. Wir haben keine Steine mehr. Mal gucken. Also, wie geht's eigentlich mit der Clone-Kammer weiter? Das ist ja auch eine ewig lange Quest, oder? Eine Gather Milk and Co. Clone Chamber. Kann es sein, dass ich hier diese hier brauche? Nochmal 200 Eisen. Ach du Schande. Das wird ja richtig teuer. Was, 2000 war noch in der Kiste? Ah ja, wir haben ja noch. Sehr gut. Dann packen wir das dazu. Und das mache ich aber hier in der... Ah, hier, guck mal, ich habe hier schon angesetzt. Sehr nice. Gut, dann können wir hier schon mal aufwerten. Ich habe doch irgendwo unter Werkzeuge, habe ich doch diesen, da. Mit dem Hammer geht es auf jeden Fall schneller. Ah, da können wir auch Beton. Machen wir erstmal den Teil hier. Und dann können wir noch Beton ansetzen. Ich glaube, da hatte ich schon was angesetzt zwischendurch. Weil das muss auf jeden Fall stabil sein, weil wenn die Rampe kaputt geht in der Hordenacht, dann hast du richtig Aua, weil sie dann alle zu dir nicht mehr raufkommen. Wobei, dann könnte ich sie immer noch von innen bekämpfen. Das gibt aber gut XP. So, das nächste ist Beton, was wir brauchen. Na. Oh, au. So, geht noch, zum Glück. So, dann können wir bei der Gelegenheit das testen. Was natürlich interessant wird, wenn hier eine jede Menge an Viechern hochrennt, ob das dann immer noch so zuverlässig geht, dass die sich hier dann nicht stauen, ne? Das könnte halt noch interessant werden. So, jetzt haben wir das zumindest. Jetzt brauchen wir Beton. Okay, dann schauen wir mal. Ich glaube, das hatte ich noch angesetzt. So, ich glaube, wir sind auch schon am Ende einer Folge. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich schon gemacht habe. Da haben wir Sand. Und ich glaube, wir hatten hier oben noch... da. Zement. Sand und Steine. Gibt doch Zement, oder? 100. Okay, woran hängt es? Es hängt am Sand. Und da brauchen wir ca. 1200 Sand.
Okay. Nice. Dann lassen wir den nochmal ein bisschen Beton machen. Dann können wir die Rampe verstärken. Hatte ich nicht eine. Hier so ein. Hatte ich nicht da, ne? So ein. Nagelpistole. Sag mal, können wir die machen? Haben wir eventuell das Rezept dafür gefunden? Nee. Moment, hier, Enhanced Nail Gun. Achso, da brauchen wir den Token. 25 von den Tokens. Alles klar, was brauchen wir denn? Nail Gun Schematik und Advanced Engineering. Advanced Engineering. Craft Military Fiber. Hier, ein Nail Guns. Wir müssen in die Stufe kommen. Boah, da brauchen wir aber viele Punkte. Das lohnt sich nicht. Da werde ich mal auf. So, ich werde einfach das Ding hier fertig aufwerten und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Und dann haben wir schon Tag 12, aber es wird zu langsam. Jetzt machen wir erstmal das Wichtigste hier oben und den Rest sehen wir dann. Also, bis zur nächsten Folge. Bis unsere Rampe des Todes hier dann so langsam Formen annimmt. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.